Ja, und meine Kollegin Juli Kurz ist in Abu Dhabi. Nun ist Wirtschaftsminister Habeck nach Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist, damit Deutschland künftig unabhängiger von russischem Gas und Öl ist. Hat Habeck dieses Ziel erreichen können? Na, das ist zumindest der Plan, der langfristige Plan. Aber so schnell wird es natürlich nicht gehen, denn Habeck ist ja jetzt erstmal der Türöffner hier gewesen. So sieht er sich auch selber. Das Gas wird ja dann von den Unternehmen gekauft und die müssen erstmal die Verträge abschließen. Und ich habe mit einigen heute gesprochen und die sagen, das kann schon ein bisschen dauern. Und es ist ja nun mal auch so, dass wir ja Flüssiggas einkaufen wollen, wir aber in Deutschland noch gar kein Flüssiggasterminal haben. Der soll ja erst geplant werden in Brunsbüttel. Das wird wahrscheinlich 2 Jahre dauern, bis die überhaupt in Betrieb genommen werden kann. Also so ganz schnell wird das sicherlich nichts werden mit der Unabhängigkeit vom russischen Gas. Gestern war Habeck ja in Katar und hat dort eine langfristige Energiepartnerschaft vereinbart. Was genau soll die umfassen? Ja, genau. Es geht um eine langfristige Energiepartnerschaft. Da geht es zum einen auch um erneuerbaren Energien, um Kooperation da. Aber natürlich steht im Fokus das Flüssiggas, was ja Katar zuhauf hat. Und dafür brauchte Habeck das Go, sage ich mal so, von dem Emir von Katar. Der musste dem zustimmen, denn die Konkurrenz ist relativ groß. Es gibt relativ viele im internationalen Markt, die dieses Gas haben wollen. Jetzt hat der Emir von Katar eben so einer Energiepartnerschaft zugestimmt. Und das heißt eben, dass diese Lieferverträge jetzt geschlossen werden können. Und zudem ist es eben so, dass Katar, der Emir von Katar wohl gesagt hat, dass er 50% mehr Gas fördern möchte. Also das ist schon eine Menge. Aber all das reicht nicht aus, um das russische Gas, ich wiederhole mich da, das zu ersetzen. Aber das ist auch nicht der Plan der deutschen Regierung, dass jetzt Katar allein das russische Gas ersetzen soll. Da sagt man, da würde man ja wieder in so eine Monopolsituation kommen. Die Idee der Regierung ist zu diversifizieren, also unterschiedliche Gasquellen zu nutzen. Etwa, deshalb war ja der Minister auch bereits letzte Woche in Norwegen, jetzt eben hier in Katar. Es werden sicherlich noch weitere Gespräche folgen. Also der Minister auf Einkaufstour. Heute ist er in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Was steht da im Fokus? Ja, das ist spannend. Die Emirate haben ja sehr auf Öl gesetzt in den letzten Jahren, aber jetzt wollen sie auf Wasserstoff setzen. Man hat ja hier wirklich sehr viel Sonne, wie man vielleicht auch im Hintergrund sieht, und das wollen sie nutzen. Sie wollen also sehr groß einsteigen in den Wasserstoffmarkt und zu günstigen Konditionen produzieren. Ja, und wir in Deutschland, die Industrie in Deutschland braucht diesen Wasserstoff, gerade die Stahl- und die Chemiebranche, um klimaneutral zu werden. Da soll es eine enge Kooperation geben. Es soll auch eine Kooperation geben, die es heute verkündet werden soll, dass es eine Wasserstoff-Lieferkette gibt, also dass der Wasserstoff nach Deutschland kommt. Das ist also der Beginn einer Kooperation hier. Beide Länder nun, Katar und auch die Vereinigten Arabischen Emirate, sind ja nicht gerade lupenreine Demokratien. Ist das denn wirklich besser, als mit Russland Geschäfte zu machen? Ja, in der momentanen Situation muss man das sicherlich bejahen, aber ganz klar ist es natürlich so, dass es eben keine lupenreinen Demokratien sind, sondern ja Autokratien sind. In Katar etwa hat man ja keine freie Justiz, keine freie Presse, und das ist ja auch durch die Presse gegangen. Diese wirklich miserablen Arbeitsbedingungen für die Arbeitsmigranten zur WM bei den Bauarbeiten, da gab es ja einige Todesfälle. Also man kann wirklich nicht davon sprechen, dass man hier einen einfachen, nur einen lupenreinen Partnerschaft hat. Und das ist auch ein Problem sicherlich für Habeck. Er sagt, er hat das Thema angesprochen, auch beim Emir von Katar. Aber man hat natürlich schon ein bisschen das Gefühl, dass hier im Moment doch die Wirtschaft ein bisschen höher gestellt wird als die Frage der Menschenrechte. Dankeschön für diese Einschätzung, Juli Kurz nach Abu Dhabi.